Liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem App-Test zu Red Bull Racers. Bei Red Bull Racers handelt es sich um eine kostenlose neue Rennspiel-App aus dem Red Bull Media House. Mit der Red Bull Kartfighter-Serie hat der Energy-Drink-Hersteller bereits Rennspielerfahrung gesammelt. Und Red Bull Kartfighter 3 ist auch ein richtig gutes Spiel geworden. Red Bull Racers unterscheidet sich nun aber gleich in mehreren Dingen von der Kartfighter-Serie. Zum einen handelt es sich um ein Freemium-Spiel. Das heißt, ihr könnt es kostenlos herunterladen und spielen, müsst aber mit In-App-Käufen leben. Zum anderen handelt es sich bei Red Bull Racers nicht um ein klassisches Rennspiel, sondern vielmehr um einen Slot-Racer, ähnlich des vor wenigen Wochen erschienenen Rail Racings. Da es sich bei Red Bull Racers um einen Slot Racer handelt, erinnert das ganze Gameplay also folglich viel mehr an eine Carrera-Bahn. Ihr düst mit eurem Gefährt auf Schienenkursen und benötigt im Grunde nur den Gasbutton zum Beschleunigen. Genau wie bei einer echten Carrera-Bahn solltet ihr allerdings vor Kurven rechtzeitig den Gasfinger lupfen, um nicht von der Bahn zu fliegen. Im Spiel signalisiert euch ein kleiner Balken über dem Fahrzeug, ob ihr im blauen Bereich seid und die Kurve schafft. Seid ihr zu schnell, verfärbt sich der Balken rot und ihr fliegt ab, wenn ihr nicht schnell genug reagiert. Mit einem weiteren Button könnt ihr die Spur wechseln, wobei der Wechsel erst an der nächsten Weiche erfolgt. Diesen Spurwechsel solltet ihr ausnutzen, um bei Kurven möglichst immer innen zu fahren, um Zeit zu sparen oder um Gegnern auszuweichen oder diese mit einem kleinen Schubser aus der Kurve zu drängen. Aber Vorsicht, die Gegner sind auch hier nicht gerade zimperlich. Das Spiel verspricht eine Menge Abwechslungsreichtum. So sind nicht nur die Strecken mit Sprüngen, Steilkurven und Loopings spektakulär angelegt, ihr dürft zudem auch in einem Kart, einem Rallyewagen und einem Formel-1-Auto Platz nehmen. Allerdings schaltet ihr die verschiedenen Klassen erst so nach und nach im Spiel frei. Zum erfolgreichen Spielen solltet ihr mindestens aufs Treppchen fahren, was aber zu Beginn des Spiels gar nicht so einfach ist. Man muss erst einmal ein Gefühl für das Spiel und das rechtzeitige Gas geben und Abbremsen entwickeln und anschließend sein Fahrzeug gezielt pimpen. Und hier kommen die In-Game-Währungen des Spiels zum Tragen. Red Bull Racers bietet euch Münzen und Diamanten. Münzen erfahrt ihr euch auf der Strecke. Mit ihnen könnt ihr euer Fahrzeug upgraden und euch bestimmte Boosts vor jedem Rennen kaufen. Diese Boosts verdeutlichen euch beispielsweise, wo ihr auf der Strecke wie schnell fahren solltet oder geben euch eine automatische Bremshilfe mit auf den Weg. Manche Boosts können auch nur mit Diamanten gekauft werden. Diamanten werden ebenfalls zum Kauf neuer Fahrzeuge oder zum vorzeitigen Freischalten weiterer Inhalte benötigt, kommen im Spiel aber viel seltener vor. So erhaltet ihr Diamanten nur bei Stufenanstiegen und durch das Erfüllen bestimmter Missionen. Mit Diamanten könnt ihr zudem eure Energie wieder aufladen. Denn ist eure Energie erstmal am Ende, müsst ihr eine ganze Weile warten, bis ihr weiterspielen könnt. Mein Fazit. Red Bull Racers hat ohne Zweifel eine ganze Menge zu bieten. Der Umfang ist riesig, Abwechslungsreichtum wird groß geschrieben und das Ganze sieht auch noch richtig gut aus. Darüber hinaus bietet euch der Titel verschiedene Kameraperspektiven, sodass ihr euch eure Wunschperspektive aussuchen könnt. Trotzdem bin ich von Red Bull Racers insgesamt enttäuscht. Das liegt an mehreren Faktoren. Zum einen waren meine Erwartungen nach dem tollen Red Bull Kartfighter 3 sehr hoch. Diese Erwartungen konnte der Titel leider nicht erfüllen. Red Bull Racers ist zwar aufgrund der simplen Steuerung leicht zugänglich, allerdings von Beginn an knackig schwer. Es ist alles andere als einfach, bei der hohen Geschwindigkeit des Spiels die Abbremspunkte richtig zu erwischen. Außerdem habt ihr ohne ein getuntes Auto kaum eine Chance gegen die starken Computergegner, was gerade zu Beginn des Spiels für Frust sorgt. Habt ihr euch etwas in das Spiel eingelebt, werdet ihr mit den starken Freemium-Limitierungen konfrontiert, denn ohne In-App-Käufe werdet ihr Red Bull Racers kaum meistern können. Bitte schreibt eure Meinung und Erfahrung zu dem Titel in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian.